Hallo und herzlich willkommen zurück zu Smallland. Irgendwie haben wir hier einen kleinen Grafikfehler und die Flüssigkeit wird hier ein bisschen komisch angezeigt. Seht ihr das auf dem Boden? Aber soll egal sein. Wir sind ja hier oben in dem Bereich, in dem neuen Bereich, wo wir gefarmt haben, wo es die Metalle gab, wo es die Hornisse gab. Und ich wollte heute gerne mal mit euch in die Kanalisation hinabtreten. Und ich würde gerne nochmal reparieren, da ich gerade die Hornisse hier wegmachen musste. Und ich hoffe, das war jetzt ungestört vordringen können. Ja, ich muss mal schauen, wo wir lang müssen. Wahrscheinlich muss ich hier nochmal die Schabe wegmachen. Ich werde es mal bei ihr mit dem Hammer probieren. Ja, schauen wir mal. Ja, der Hammer ist nicht schlecht, ne? Der macht sein Ding. Ja, und wenn wir schon dabei sind, würde ich einfach nochmal reparieren, damit wir auch, ja, komplett sind. Ich weiß nicht, was uns unten erwartet. Ich weiß nicht, welche Jahreszeiten wir haben momentan. Es sieht momentan für uns ganz gut aus. Ich hoffe, dass wir halt, ich mache mal ein bisschen Licht vielleicht. Ich hoffe, dass wir gut hier erstmal durchkommen und eventuell, ich sag mal, das hier unten finden, was wir suchen. Denn ich habe nämlich nochmal nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt hatte. Jetzt ist hier wieder eine. Die will ich aber jetzt eigentlich nicht haben. Gehst du mal woanders hin. Und zwar gibt es hier unten den Speer. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schon in den letzten Folgen gesagt hatte. Irgend so ein Dreizack gibt es hier unten. Und den kann man finden. Und wir müssen einfach mal schauen, wie wir das so bewerkstelligen. Ja, einmal hier rein. Ach, nee. Hör da auf. Ja, so war das nicht geplant. Komm mal her, du. Ja, ja. So sollte es nicht sein. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, ich muss mal einen Verband nehmen. Sieht gerade ein bisschen schlecht aus, ne? So, der bringt uns ein bisschen nach oben. Unsere Werte, ja. Ich glaube, wir können mal was essen. So, das kann ich alles mal wegwerfen. Das behalten wir. Das behalten wir auch. Das behalten wir auch. Ich tue das mal hier runter. Und das können wir auch behalten. Sehr gut. Die Waffe ist hier. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter. Und wir schauen mal, wo wir hier hinkommen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Das ist Wasser. Ups. Das ist Wasser. wo geht's hier lang? Wir schauen mal hier links um die Ecke. Man sieht hier reichlich wenig, aber ich glaube, hier endet's, ne? Das ist so ein Gitter, wo was durchfallen könnte. Ich weiß auch nicht, wie tief es hier ist. Ich finde, man sieht es ein bisschen schlecht, ne? Aber egal, wir schauen einfach mal. Und ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Sollte man hier nicht wieder rauskommen, dann wisst ihr ja, Trick 17 ist, speichern, auslocken und dann ist man wieder zu Hause am heimatlichen Bett. Irgendwas habe ich hier. Ach, herrje. Ja. So ist es. So ist es. Gut. Ich wechsle mal. Was sind das jetzt? Fliegen? Gibt es noch mehr Fliegen? Wo sind sie denn? Da kommen sie. Wenn wir hier schnell weitergehen. Also ich finde das schon spannend, aber... Oh. Sollte man da runtergehen? Oh, wow. Ich weiß es nicht, ob man da runtergehen sollten jetzt. Ich glaube, wir werden das wohl müssen. Irgendwo haben wir hier trotzdem einen Geräuschpack gerade. Das ist mir... Also, wie gesagt, falls es da unten nicht weitergeht oder wir uns irgendwie jetzt hier festbacken, dann wird man uns dann hier in der Situation gleich wiedersehen. Und dann würde ich nämlich einfach das nochmal neu machen. Oh, wow. Okay, wir scheinen richtig zu sein. Da oben ist auch noch einer. Ich habe keine Pfeile dabei.
Das ist ja ein Ding. Los, komm mal runter hier. So, da ist wieder eine. Na, sag mal. Ich nehme jetzt mal einen Verband. Und dann... Also der Hammer ist gut, ne? Aber den brauchen wir auch für das gute Stück hier. Ja, unsere Rüstung hat mit Sicherheit gelitten. Unsere Fackel ist fast runter. Tja, also wir scheinen richtig zu sein, glaube ich. Wir scheinen richtig zu sein. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. So, bloß man kommt vom Spinnengebiet auch hierher. Oh wow. Die muss ich jetzt nicht haben. Dann nehme ich erstmal einen Verband. Also da würde ich jetzt nicht lang gehen wollen. Auf der anderen Seite, was gibt es dort, ne? Weißt du was, wir gehen erstmal hier lang. Mal sehen, ob es hier weitergeht. Das ist natürlich schon heftig, ne? Spinne? Ja gut, die gibt's überall, ne? So. Da haben wir wieder so einen Käfer. Ach, hier kann man auch reinfallen, okay. Ach, Mann. Unsere gute Rüstung. So, ich nehme mal einen Verband. Oh, Beleuchtung. Mhm. Ah, könnte es sein, dass wir da sind? Könnte das sein? Feuer? Oh, hier sitzt jemand. Was? Stachellanze. Da haben wir's. Ja, dann greife ich mal zu, oder? Wo bist du? F untersuchen. Haben wir die jetzt schon genommen? Jetzt haben wir sie. Stachellanze. Steinschneider. Okay, jetzt können wir die am Steinschneider wohl herstellen. Stachellanze, wo bist du? Warte mal, ich muss das erstmal hier ein bisschen ordnen. Dass ich das immer so verstellt hier. Ach, das war das Rezept dafür. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Also können wir die Stachellanze jetzt hier herstellen. Das können wir uns gleich mal anschauen. Müsste ja hier unter Codex sein. Komischerweise, wenn ich ins Spiel komme, dauert das immer eine Weile beim Codex, das zu öffnen oder beim Kompendium. Warum auch immer. Naja. Ich hatte jetzt auch das Problem, wo ich jetzt geladen hatte, dass die drei Dateien fehlerhaft waren. Das ist ein bisschen putzig, aber ist so. muss mal gucken. Kompositbogen. Sehen tue ich sie nicht. Kolben haben wir. Stachellanze. Werkbank. Okay. Rein theoretisch sollte man sie ja haben. Haben wir aber nicht. Dann ist das so, ne? Warte mal, ist sie hier vielleicht dabei? Nee, auch nicht. Schmiede. Keine Ahnung. Okay, der hat es leider nicht weit gebracht. Ja, der ist bei der Urrüstung hängen geblieben. Na gut. Ich bin ja mal gespannt, ob es hier vielleicht irgendwann mal ein Boot gibt, weil das sieht ja so aus, als ob wir hier wären und hier jetzt rausschippern könnten, ne? Dass man dann hier rüber mit einem Boot vielleicht machen könnte, so ein Anleger. Vielleicht war das früher mal ein Fährmann hier. Das wäre natürlich der Brüller, wenn sich das so entwickelt. Weißt du was, wir sind gerade hier. Ich würde mal probieren, das ein bisschen mitzunehmen, ne? Wir haben ja davon, glaube ich, nichts mehr da. Und wenn hier so ein bisschen was rumliegt, machen wir mal. So. Dann haben wir hier noch. Sehr gut. Nehme ich das noch mit. Und ich glaube, ich kann noch was essen. Jawohl.
Da haben wir wieder ein paar Splitter, die wir verwenden können. Sehr schöne Sache. Gut, haben wir uns hier durchgearbeitet? Ich habe keine Ahnung, wie man hier wieder rauskommt. Warte mal. Das nehmen wir noch mit. So. Also ich glaube, hier kommen wir nicht raus. Ne? Von alleine fliegen können wir nicht. Ups. Und ja, also nach oben fliegen, so meine ich das. Das wird wohl dann nichts werden. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal brauchen. Deswegen, ich sammle einfach was unterwegs. Und ich denke, das soll es auch erstmal reichen hier. Ja, unsere Sichel hat jetzt schon ein bisschen gelitten. Nun ist die Frage, was gibt es noch hier hinten? Lohnt es sich hier mal nach dem Rechten zu schauen? Das ist bestimmt eine... Wie heißen die? Schwarze Witwe, ne? Ja. Oh, da kommt sie schon. Okay. Okay. Ja, das ging relativ schnell, ne? So, wir schauen mal. Nicht, dass hier noch mehr sind. Oh, wow. Geht's denn da lang? Okay, hier ist der Spawn von ihr. Dann würde ich mal sagen, ich nehme mal hier das Werkzeug. Und wenn wir schon da sind, nehme ich gleich nochmal was mit. Na? Den gönnen wir uns. Die Eierchen brauche ich nicht, aber die Seide interessiert mich schon. Mich würde auch interessieren, wo es da hinten lang geht. Vielleicht nehmen wir uns die Zeit und schauen nochmal nach dem Rechten. So schnell würde ich ja hier nicht nachspawnen. Von daher... Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht ein bisschen Seide brauchen. Allerdings verlässt mich meine Fackel hier, ne? Das ist nicht so schön. So, weißt du was? Und deswegen gehen wir hier vorne nochmal schauen. Okay, das sind Fliegen. Wo sind wir denn hier? Okay, wir laufen dahinter. Ob das unbedingt jetzt eine gute Wahl ist, weiß ich nicht. Hier könnte nochmal eine Spinne sein oder irgendwas. Ja, ist auch. Okay. Also in diesen Bereichen sind da nochmal Spinnen. Momentan lassen die uns in Ruhe. Verband. Damit war die Fackel weg. Ja. Ich wollte eigentlich gerne mal wissen, ob man hier auch regulär rauskommt. Da oben sind auf alle Fälle Spinnweben und wahrscheinlich auch Spinnen. Also ihr seht wahrscheinlich jetzt gar nichts, ne? Aber ja, also hier kann man nur reinfallen. Da oben ist ein Deckel. Okay, gut. Da ist ein Deckel, hier kommt man nicht raus. Spinnweben scheint da zu sein, aber keine Spinnen. Vielleicht oben drüber. Wir können gerne nochmal schauen, wo wir sind. Wir sind also hier hinten in dem Bereich. Und ich würde es jetzt einfach so machen. Wir machen einen kleinen Sprung nach Hause und ich sage bis gleich.
So, da sind wir zurück. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wüsste nicht, wie wir da unten rauskommen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass wir den Kanal weitergehen und vielleicht an eine Stelle kommen, wo wir vielleicht dann außen uns ja, zurückbewegen können. Aber ich halte es ein bisschen für schwierig, sage ich ganz ehrlich. Was haben wir noch? Das können wir noch reintun. Da haben wir doch noch was dafür. Schauen wir mal hier rein. Dann haben wir das, das. Bam, 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 bam. Das ist alles nichts. Das haben wir, glaube ich, noch hier hinten, oder? Ja, ein bisschen was. Okay, dann können wir das hier mit reintun. Hier haben wir etwas Essen. Hier kommt das mit rein. Und das kommt noch in die Essenskiste. Und das auch. Und ich glaube, hier kommt das dazu. Genau, so sieht's aus. So, dann haben wir gar nicht so viel Verbände, wie ich dächte. Das heißt, ich werde mal noch ein paar Verbände machen. Ich werde das mal hier mitnehmen. Und auch diese Verbände. Gegengift und das nehme ich mit. Ich nehme mal alles mit. Und ja, weiß ich noch nicht, wie sehr wir das alles brauchen. Wo sind wir denn hier? Hier. Und dann werde ich erstmal hier ein bisschen reparieren. So, dafür braucht man Eisenbahn. Ein Eisenbahn? Oh, wow. Das ist natürlich heftig, ne? So, ich stelle mir hier ein paar einfache Verbände her. Das sind doch die besten. Und ja, gut. Okay, Plan weiter für die Folge ist, ich würde mir gerne nochmal den Frosch hier hinten zu Gemüte ziehen. Und zwar den hier. Den würde ich gerne nochmal erlegen. Ich möchte wissen, was der bringt. Ich möchte wissen, was er kann. Und von daher müssten wir jetzt hier den Fligikowski hier rüber machen zu einem Baum irgendwo hier in dem Bereich. Ich glaube, hier ist bestimmt einer, den wir uns zu Gemüte führen können, und das wird man uns gleich wiedersehen. So, wir haben den nächsten Morgen erreicht. Ich habe die Nacht mal überbrückt. Ich habe den Baum gewechselt. Wir sind bis hierher gekommen. Hier drüben steht jetzt noch ein Baum. Irgendwo da müsste das sein. Das ist der hier drüben gleich. Allerdings macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob wir nun hier oder da sind, denn wir können fliegen und wir sind ganz schnell hier unten. Wir sehen da drüben übrigens das Schloss, oder ja, ich denke mal, dass es eine alte Burg, ein Schloss war. Das ist jetzt übrigens freigegeben. Mit dem Update, was vor ein paar Tagen rauskam, ist es freigegeben. Und da können wir wieder interessante Sachen finden und ja, das werden wir uns die nächsten Tage anschauen. Unser nächstes Ziel ist, wie gesagt, jetzt der Frosch. Dann müssen wir uns nochmal um den Hirschkäfer da drüben kümmern. Ungefähr da. Und ja, dann müssen wir mal schauen, was danach kommt. Ne? In den Wald, wo wir damals waren, da müssen wir auch nochmal nach dem Rechten schauen. Da gibt es auch noch einiges zu sehen. Und übrigens, wenn die Ausdauer weg ist, dann fällt der stärker, als wenn Ausdauer noch da ist. Ja, das war jetzt, glaube ich, ganz deutlich zu sehen. Wenn er mal zurückspult, könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Die beziehungsweise die Höhe verlieren wir schneller, wenn der hier keine Ausdauer mehr hat. Ne? So bekommt er leider auch keine zurück. Wenn ich so mache, schon. Und wir können uns das gerne mal anschauen. Jetzt verliert er es gleich. Und jetzt geht's drastisch nach unten. Ja, also es ist schon zu sehen. Ja. So, wo ist er denn? Der Froschi. Der war eigentlich hier. Da ist er. Ja, da schauen wir mal uns an, was der für ein Manko hat. Ja, ich sehe es leider nicht. Ich gehe mal davon aus, durchbohren, oder? Hm. Man weiß es nicht. Oh, jetzt kommt er. Kommst du ein bisschen näher? Verletzlichkeit durchbohren. Das ist doch herrlich. Weißt du was? Dann machen wir auch nicht lange rum. Ich habe keine Pfeile. Oh, ich habe keine Pfeile. Hm. Na, das passt ja wieder, oder? Hier kannst du mal rüberkommen. Übrigens, wir haben doch die Waffe aufgenommen.
Die hat er auch da gesteckt. Ich habe sie gefunden beim Ausräumen. Und zwar ist sie hier, die Stachellanze. Eine tödliche Waffe mit drei scharfen, giftbenetzten Stacheln, um einen Gegner zu durchbohren und ihn eine tödliche Dosis Gift zu verpassen. Durchbohrungsschaden 28 bis 28, Giftschaden 12 bis 14, 5% kritische Treffer, Ausdauerverbrauch 25 und Blockkraft 8, 250 ist ja der momentane Schaden, also sprich, was es verträgt. Wie weit kann ich denn hier reingehen? Los, komm. Dass ich keine Pfeile habe, ist natürlich absolut... Oh. Wow, der ist aber nicht schlecht drauf, oder? Ich nehme einen Verband. Okay. Wie er davon rollt, der Arme. Ja, also war jetzt kein gravierender Gegner, würde ich sagen. Was hat er gebracht? Natürlich Krötenfleisch, Knochen, Reptilienhaut und das ist es auch schon. Also nichts Weltbewegendes. Ne? Aber ja, geht. Geht, kann man machen. War jetzt nichts irgendwie. Haltbarkeit hat natürlich schon gelitten. 35 ist die Haltbarkeit schon runter. Das ist natürlich heftig. Ne? Gut, dann würde ich sagen, haben wir das auch getestet. Die Stachellanze haben wir. Und so sieht es im Endeffekt aus. Eine schöne Sache. Wir können uns das hier auch gerne mal... wartet mal, ich esse erst mal was. Dann führen wir uns das hier zu Gemüte. Ein bisschen Dürrfleisch. Zubereitet. Und dann sieht er vielleicht gar nicht so schlecht aus, ne? Ja. So sieht er aus, der Gute. Da hinten die Libelle im Hintergrund. Die kann man übrigens auch zähmen. Ja. Mit den Tieren zähmen habe ich es nicht ganz so. Das merkt man vielleicht schon. Aber vielleicht machen wir das nochmal. Wenn wir die Zeit dafür haben. So, wunderbar. Okay. Sieht ganz schick aus. Ich würde es mal wegmachen. Und wir haben ja, wie gesagt, unsere Basis hier. Irgendwo habe ich hier auch eine Basis. Und dann heißt es für uns eigentlich, uns dem Käfer stellen. Ich habe schon alles mitgenommen. Wir haben die Zaubertränke, wir haben Gift und etc. Gift hat er, glaube ich, nicht, aber Ausdauer werden wir nehmen. Ich habe ein paar Fackeln dabei, Verbände und eben die ganzen Waffen. Dann würde ich eigentlich noch vorschlagen, dass wir uns da rüber bequemen. Ich muss bloß mal schauen, der Übergang muss irgendwo hier vorne sein. Da kann man vielleicht ein paar Meter hier so überwinden. Ja. So. Müssen wir mal schauen. Wir werden uns nochmal hier schnell durchgraben zu unserer Location da drüben. Und von da aus werden wir dann starten, dass wir uns den Käfer schnappen. Ja, wir haben ja die schwarzen kleinen Hirschkäfer schon gemacht. Oder Hirschkäfer nennt man sie wohl. Oh, wow. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wartet mal, da muss ich mal... Vielleicht können wir rüberfliegen. Muss ich mal kurz auf die Karte schauen. Ja, stimmt, wir haben hier diese Landbrücke da. Das ist ja kein Problem. Das kriegt man gebacken, glaube ich. So, würde ich mal in Angriff nehmen. So. So funktioniert das. Ja, ja. Hier kann man auch beruhigt durchlaufen, da sollte nichts passieren. Das ist eigentlich flach genug. Auch hier sollte es kein Problem sein. Na, hier müssen wir aufpassen. So, komme ich da hoch? Ja. So. So, und da ist unsere Hütte, siehst du? Wunderbar.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann machen wir den Königskäfer, oder wie er heißt hier, den Hirsch, Königshirschkäfer, sowas. Und dann sehen wir uns da wieder. So, jetzt muss ich bloß mal schauen. Das Bett können wir nicht aktivieren. Achso, ich muss das HUD einschalten. Dann sehe ich es natürlich auch. So, dann machen wir das Bett, ist unseres. Wir schauen mal nochmal rein. Was haben wir hier gespeichert? Nichts, was wir gerade brauchen. Gut, dann können wir das hier zurücktun. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.